In diesem Video nähen wir unser erstes komplettes Kleidungsstück mit Makerist AR. Hallöchen zurück im Makerist Nähcafé. Ich bin Bettina und ihr seid im Nähcafé, auch wenn es ein bisschen anders aussieht, denn wir haben heute komischerweise einen Tisch. Also ihr seht meinen Arbeitstisch, den ich normalerweise mit so einer schönen grauen Platte verdecke, damit es alles ein bisschen stylischer aussieht. Aber den brauchen wir, denn heute wird nicht nur genäht, heute wird auch geschnitten. Und zwar mit Makerist AR, dementsprechend mit Smartphone, Trägmarker und dem Anker. Wenn das alles euch ungefähr gar nichts sagt, dann schaut unbedingt in das Video rein, das ich gestern gepostet habe. Denn wir bei Makerist befinden uns gerade in unserer großen Aktions-Lounge-Woche für unsere neue App Makerist AR. Und die ist ein Tool für euch, das euch das Leben erleichtern soll. Wir möchten euch helfen, dass ihr Schnittmuster einfacher und papierfrei übertragen könnt. Und ich sage papierfrei mit fast komplett papierfrei, denn das einzige Stück Papier, was ihr braucht, ist einmal dieser Anker, den ihr einmal ausdruckt und dann könnt ihr den immer, immer, immer wieder benutzen. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht und wie das klappt, erfahrt ihr im Video von gestern. Dann habe ich heute für euch dieses erste große Tutorial, wo wir ein ganzes Stück nähen und dann kommt die Woche noch ein bisschen mehr Material, sodass ihr wirklich richtig, richtig viel Input zu Makerist AR bekommt und hoffentlich mir verzeiht, wenn es euch zu viel ist. Und noch viel mehr hoffentlich dabei seid und das Ding auch einfach mal testet. Denn ich finde, im ersten Moment klingt es ein bisschen abstrus, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man, wie es funktioniert und dass es wirklich super praktisch sein kann und dass man wirklich jede Menge Papier spart. Und das habe ich gesehen, als ich mein allererstes komplettes Kleidungsstück mit Makerist AR genäht habe und das steht hier. Das ist Shirt Milan, aus einem Stoffrest genäht, den ich einfach so da hatte. Und ich habe mir gedacht, wir machen das nochmal richtig. Wir machen das auch zu eurem ersten AR-Stück, wenn ihr möchtet. Und wir nähen den ganzen Spaß einmal hier im Nähcafé Schritt für Schritt. Das heißt, wir gehen eben auch diesen ganzen AR-Schritt mit durch. Und ich zeige euch ganz detailliert, wie wir dieses Schnittmuster anzeichnen und wie wir es dann ausschneiden und wie wir es dann nähen. Wenn ihr noch nicht so ganz hooked seid von AR, dann könnt ihr einfach über die Kapitelmarker unter diesem Video in der Beschreibung euch rüberklicken zum Tutorial oder ich schreibe euch hier oder hier irgendwo in eine Infobox, zu welcher Minute ihr vorspringen müsst, damit ihr dann nur zum Tutorial kommt. Dann könnt ihr vorher natürlich auch mit dem PDF-Schnittmuster mitarbeiten. Aber ich möchte euch wirklich ans Herz legen, mal AR zu testen und auch jetzt im ersten Teil dran zu bleiben. Top Milan ist ein super tolles, relativ einfaches Shirt, was aber für den Sommer jetzt wahrscheinlich total super ist. Ich habe hier eine einfache, ja, Reste-Variante, wirklich, weil ich nur diesen Stoffrest hatte. Ihr seht auch hier im Hintergrund, kann ich euch später nochmal in der Nahaufnahme zeigen, dass ich da richtig schon stückeln musste, dass ich das Ganze aus dem einen Stoff zu Ende kriege. Dementsprechend ist es auch ein bisschen kürzer geworden. Wir nähen also heute ein bisschen anders als da, was aber gar kein Problem ist, denn Nika Studio, die Designerin von diesem tollen Shirt, bietet verschiedene Varianten sowieso an. Und wir nehmen heute ein Shirt, was ein bisschen länger ist als die Variante, mit auch ein bisschen mehr Ärmel, also mit überhaupt Ärmel. Hier hatte ich wirklich keinen Stoff mehr für Ärmel übrig. Und das Ganze nähen wir dann gleich Schritt für Schritt, nachdem wir es einmal angezeichnet haben. Von Nika Studio bekommt ihr nochmal so ein kleines Sondergimmick und zwar einen schönen Aktionspreis zu diesem Video und zu unserem Lounge, weil Nika ist eine ganz tolle, junge Makerist-Designerin, die auch, ich glaube, mit bei den Ersten mit dabei war, die gesagt haben, ja, sie machen auf jeden Fall mit bei AR und haben Lust auf diese Innovation. Und Nika hat gleich mehrere von ihren Schnittmustern für euch AR-fähig gemacht, denn es ist ein ganzer Batzen Arbeit. Wir können nicht einfach die PDF in die App stecken und es funktioniert. Man muss da schon ein bisschen was für machen. Und das hat sie getan. Sie hat gleich eine Handvoll Schnittmuster genommen und die gibt es für euch ab heute oder ab gestern zu einem Sonderpreis und zwar zum halben Preis. Das heißt, ihr könnt diese Schnittmuster jetzt ein bisschen günstiger bekommen. Plus, was auf diesen halben Preis dann noch draufkommt, ist dieser AR-Aufpreis. Also das klingt jetzt komplizierter, als es ist, denn wir möchten ja natürlich, dass ihr, wenn ihr Schnittmuster bereits gekauft habt, nicht das AR-Schnittmuster komplett neu kaufen müsst. Das wäre für euch super teuer. Wenn ihr also zum Beispiel ein Schnittmuster von Nika schon habt und wollt jetzt aber die AR-Variante testen, dann könnt ihr quasi einfach die AR-Variante für 2,50 Euro dazu buchen. Und so wird das bei den meisten oder bei allen Schnittmustern sein, dass ihr quasi das Basisschnittmuster habt. Das ist der PDF-Schnitt. Und dann bucht ihr die AR-Variante für 2,50 dazu. Dementsprechend ist die Preispolicy heute mit dem Rabatt von Nika für, ich meine, eine ganze Woche, dass sie
alle ausgewählten Schnitte, die AR-fähig sind, für euch im Preis reduziert um 50% und dann kommen eben diese 2,50 mit drauf. Klingt jetzt, wie gesagt, viel zu kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Klickt euch unbedingt zu ihr rüber und schaut euch dementsprechend auch ihre tollen anderen Schnittmuster an. Lohnt sich sehr, sehr schöne Damenschnitte, alles sehr clean, tolle Anleitungen und ja, richtig was ganz Tolles zum Nachnähen. Damit bei uns gleich losgeht, müssen wir uns aber auch nochmal den Stoff anschauen, denn wir können hier nicht einfach aus irgendeinem Stoff nähen. Top Milan ist gemacht aus einem leichten Jersey. Also ihr könnt hier kein Baumwoll-Jersey nehmen, der würde so ein bisschen zu steif sitzen. Es muss alles ein bisschen fallen und dafür habe ich diesen zauberhaften, Leoprint in Blau gefunden. Animal Print war ja irgendwann zurück, seit den 70ern, dann war er eine Weile weg und jetzt ist er wieder da. Und ich finde gerade diese abstrakten Varianten total cool. Also hier in diesem Blau-Weiß, finde ich, macht der richtig was her. Fällt super leicht, wird sich im Sommer fantastisch tragen. Und wir gucken uns dann am Ende an, wie der als Top Milan ausschaut. Mit dem nähen wir, den habe ich für euch natürlich auch unter diesem Video verlinkt. Und überhaupt auch alles, was ich jetzt so zahlreich und viel erzählt habe, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also den Schnitt selber, das Video von gestern, damit ihr vollkommen drin seid, wie es alles funktioniert. Dann Nika Studio, dann diesen Stoff und dann noch diverse andere Stoffe, die sich sehr gut lohnen. Vielleicht finde ich noch ein Pendant zu dem Stoff, wenn der euch gefällt. Das ist nämlich, wie gesagt, leider nur ein alter Rest von mir. So, ich mache jetzt eine kleine Umbaupause, denn ich muss hier ein, zwei Sachen umstellen, damit ihr gut sehen könnt, was ich mache. Und dann bin ich gleich wieder für euch da und wir schneiden zu. Mein Umbau ist geschafft und wir können anfangen. Ich habe vorbereitet meinen Tisch, meine Schneidematte, meinen Stoff. Den habe ich direkt einmal draufgelegt. Den habe ich nach dem Waschen getrocknet und gebügelt. Danach war er gefaltet, aber ihr seht hier praktisch keine weiteren Knicke und Falten. Das heißt, jetzt muss ich nicht nochmal bügeln. Wenn euer Stoff ein bisschen knitteriger ist als meiner, dann lohnt es sich nochmal zu bügeln, weil einfach alles sehr viel sauberer wird. Das heißt, der liegt hier. Ich arbeite direkt auf einer Schneidematte und habe auch meinen Rollschneider schon zur Hand, sodass ich, sobald ich angezeichnet habe, auch direkt schneiden kann. Da müsst ihr gar nichts mehr groß bewegen, denn auch hier werden Schnittteile im Bruch angezeichnet und dann kann das alles in einem Schritt passieren und ihr seid sicher, dass nichts verrutscht. Ich habe noch als Hilfsmittel ein kleines Patchwork-Lineal mitgebracht. Das kann ich mir dann nochmal auf den Stoff legen, wenn ich dann schneide und zeichne, einfach wie so ein kleines Gewicht oder auch so ein kleiner Griff, wo ich nochmal draufhalten kann, dass sich nichts bewegt. Und dann haben wir natürlich diese üblichen Verdächtigen, die wir jetzt brauchen. Einmal den Anker, das Smartphone und den Trickmarker. So, der kann weg. Ich werde jetzt erstmal auf dem Handy mir die App raussuchen. Und da sind wir schon. Hier seht ihr auch direkt schon einmal das Schnittmuster, was wir haben möchten. Und ich versuche da mal für euch ein bisschen näher ranzugehen. So. Und hier müsstet ihr jetzt einmal sehen, ich habe Größe 36 angewählt, die möchte ich nähen. Ich habe bereits alle Schnittteile runtergeladen und ich beginne mit dem Rückteil. Das ist die Ankerseite. Wenn ich jetzt hier einmal, da sind wir schon, den Anker im Bild habe, dann seht ihr das Schnittmuster. Ich wechsle einmal die Farbe für euch. Ich habe das Schnittteil jetzt einmal in Rot angewählt. Wenn ich ganz nah rankomme, erkennt ihr diese roten Schnittteillinien. Und die kann ich jetzt eben hier auf meinem Stoff sehen. Ich sehe jetzt auf meinem Display, dass mein Schnittteil noch schräg liegt. Das bedeutet, ich muss jetzt meinen Anker bewegen, um mein Schnittteil zu bewegen, um das Ganze hier sauber an die Kante zu legen. Ich gehe jetzt mit meinem Anker näher an die Kante ran und dann bewegt sich mein Schnittteil mit. So, jetzt liege ich sauber auf der Kante mit dem Schnittteil. Allerdings habe ich hier eine ganze Ecke Platz. Das ist viel zu viel, den ich verschwenden würde. Und deswegen werde ich jetzt auch einfach das nochmal runternehmen. Hier nochmal so knapp 10 cm wegnehmen und den Bruch ein bisschen kleiner machen, sodass ich keinen Stoff verschwende. Zweiter Versuch. Ich habe jetzt das Ganze ein bisschen stoffsparender. Und kann mein Schnittteil jetzt nochmal sauber an die Kante legen. Ich schiebe den Anker so, dass ich hier auf meinem Display ganz genau sehe, dass die Kante des Schnittteils hier mit meiner Stoffkante zusammenliegt. Einmal oben und dann kann ich das Ganze auch einmal nach unten noch machen. Und da kann ich ziemlich weit runtergehen, denn Naht- und Saumzugaben sind in diesem Schnittmuster und auch eben in diesem AR-Schnittmuster bereits enthalten. Das heißt, ich kann jetzt so weit runtergehen, perfekt, hier unten ist jetzt mein Saum. Das Ganze drehe ich jetzt nochmal zurecht, dass diese Kanten wieder passen. So.
Und wenn ich hier aufrolle, dann habe ich perfekt mein ganzes Schnittmuster einmal abgebildet. Auf meinem Display, wenn ihr es jetzt nicht so gut sehen könnt, habe ich jetzt hier das Schnittmuster einmal hier oben praktisch komplett drin. Das heißt, ich kann jetzt anfangen mit dem Anzeichnen und dafür habe ich mir meinen Trickmarker geholt. Und jetzt ist sie ein bisschen fitzeliger, aber die man auch ein bisschen üben muss. Da musste ich auch ein bisschen üben, aber damit geht es jetzt einmal los. Ich habe jetzt hier mein Smartphone zur Hand und kann in meinem Smartphone sehen, wo ich anzeichne. Mein Trickmarker ist jetzt schon einmal geöffnet und jetzt muss ich einfach mit meinem Trickmarker genau dort Linien ziehen, wo das Schnittmuster sitzt. Und ich ziehe ehrlich gesagt keine Linien, sondern ich setze nur Punkte. Und es gibt auch Punkte, wo ich gar nicht so viele setze. Zum Beispiel hier an meiner oberen Schulter. Da setze ich nur den einen Schulterpunkt und setze dann erst den anderen Schulterpunkt wieder. So, sodass ich dann dort später eine gerade Linie ziehen kann. Bei kurvigeren Bereichen macht es auf jeden Fall Sinn, mehr Punkte zu setzen. Ihr seht, man muss sich schon doll konzentrieren. Aber wenn man es ein bisschen übt, und ich habe das Ganze jetzt auch, noch nicht sehr viel geübt, dann ist es überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass ihr den Anker nicht bewegt im ganzen Prozess. So sieht das Ganze aus. Ich bin jetzt hier bis zu meiner Achselnaht gekommen und kann jetzt hier wieder runterarbeiten. Den Anker dürft ihr nicht überdecken mit eurer Hand. Das heißt, manchmal kann man auch die Hände wechseln. Wenn ihr habt, macht sich auch ein Stativ super hilfreich. Ansonsten ist es noch ein bisschen mehr Übung für euch. So, hier bin ich jetzt am Anker angekommen. Da gehe ich erstmal dran vorbei, mache unten weiter. So, und dann hier ganz unten gehe ich noch mal ein bisschen höher, ist noch mal ein Saum. Das ist so ein leicht angerundeter Saum und den zeichne ich jetzt auch noch mal an. An dieser Stelle, wo mein Schnittteil über dem Anker liegt, muss ich jetzt was bewegen. Ich kann jetzt mein Schnittteil in Relation zum Anker bewegen. Das heißt, ich kann die so ein bisschen auseinanderziehen. Wichtig ist natürlich, dass der Anker weiterhin im Bild bleibt. Das heißt, ich bewege jetzt mein Schnittteil minimal nach links. Und das Ganze kann ich dann mit dem Anker wieder neu justieren, sodass ich dann auch diese Rundung hier sauber zeichnen kann. Dafür gibt es hier so ein kleines Pfeilmenü. Das muss ich öffnen und da kann ich das dann gleich anwählen. Im Pfeilmenü könnt ihr jetzt mit Hilfe der Pfeile den Anker und das Schnittmuster ein bisschen auseinanderziehen. Das heißt, ich kann mein Schnittmuster jetzt hier ein Stückchen nach links bewegen. Ich drücke einfach zweimal da drauf, dann wird mein Schnittmuster bewegt und dann kann ich das Ganze gleich besser anzeichnen. Jetzt muss ich natürlich das Schnittmuster auch wieder neu ausrichten und muss den Anker eben wieder so legen, dass mein Schnittmuster in den zuvor angezeichneten Markierungen liegt. Dafür kann ich hier unten zum Beispiel sehr gut meine Markierungen sehen. Und wenn ich jetzt den Anker so lege, dass mein Bruch wieder sauber da unten abschließt und oben, dann kann ich die Stelle, die ich eben noch nicht angezeichnet habe, ganz entspannt ein zweites Mal anzeichnen. So. Das liegt jetzt alles wieder ganz perfekt. Das heißt, ich mache mich jetzt nochmal hier an diese Taille und kann die ein weiteres Mal anzeichnen. Da haben mir hier so ein paar Markierungen gefehlt. Optimalerweise ist natürlich der Anker im Bild, das heißt, ich wechsle wieder auf links. So, jetzt habe ich den Anker komplett im Bild und kann dann hier nochmal neu anzeichnen. Auf dem Stoff sehe ich, dass mir diese Strecke hier fehlt. Man ist sehr gewillt, sich die ganze Zeit mit den Augen auf eins zu konzentrieren, den Stoff oder das Telefon. Wichtig ist aber, dass ihr auch manchmal hin und her wechseln müsst, so wie ich gerade. So, und jetzt bin ich mit diesem Schnittteil fertig. Das heißt, ich kann das Telefon zur Seite legen und euch einmal zeigen, wie der ganze Spaß jetzt aussieht. Und dafür nehme ich euch gerne ein bisschen näher ran, damit ihr sehen könnt, wie das erste Ergebnis ist. An dieser Stelle seht ihr jetzt zum Beispiel sehr gut meine gepunkteten Markierungen bis hier oben hin, die ich gesetzt habe. Das ist genau hier die Taille, die wir nach oben kommen. Und dann ist hier genau die Achselnaht und hier beginnt dann das Armloch.
Das ist ein sehr guter Ort, um direkt mit dem Markieren zu beginnen. Ich habe Punkte gezeichnet, weil das einfach sehr viel leichter ist auf dem Stoff, während der da liegt und ich ihn eben nur mit einer Hand bearbeiten kann. Bedeutet aber jetzt, dass ich jetzt diese ganzen Punkte mit Linien nachziehen kann. Nach unten, aber genauso auch hier an der Seite hoch. Und dann kann ich hier einmal so die Achselnaht auch hochfahren. Und so seht ihr, ist das erste Schnittteil direkt schon da. Bei Geraden, wie ich sie nur durch Punkte angezeichnet habe, also einmal hier und dann den zweiten Punkt hier, könnt ihr hier genauso wie bei einem anderen Schnittmuster auch euch mit einem Lineal helfen. Das einfach anlegen an die Punkte, so, und dann die Punkte nachzeichnen. So, dann haben wir auch da die Linie, die wir brauchen. Und dann kann ich mich hier an den rückwärtigen Ausschnitt machen. Ihr seht das erste Schnittteil in voller Pracht, unser Rückteil. Ich habe hier extra ein bisschen dicker nochmal drüber gezeichnet, damit ihr es auch hier in voller Pracht gut sehen könnt. Und das Ganze darf ich jetzt natürlich nicht groß bewegen. Ich werde jetzt auch nicht direkt mit dem nächsten Schnittteil weitermachen, sondern ich werde das jetzt erstmal ausschneiden. So wie es hier liegt, liegt sie nämlich gerade perfekt im Bruch. Und bevor ich da irgendwas anfasse, macht es natürlich Sinn, das Ganze einmal sauber zuzuschneiden. Wenn es alles jetzt ein bisschen unergonomisch aussah bei mir, dann ist das mit Sicherheit auch ganz schön dieser Kamera hier oben geschuldet. Denn ich will natürlich das Ganze für euch so gut sichtbar wie möglich machen. Das heißt, ich bin hier umgeben von einer Kamera, einem Bildschirm, ein bisschen Technik und habe dann noch das Handy in der Hand. Und das macht es gar nicht mal ganz einfach. Wenn ihr zu Hause alleine mit eurem Handy an eurem Nähtisch sitzt, dann ist das Ganze wahrscheinlich noch viel entspannter als bei mir hier. Ich kann jetzt ganz entspannt schon mal dieses Schnittteil ausschneiden und dafür habe ich einfach meinen Rollschneider. Ich lege mir hier, so wie ich es vorhin sagte, einmal mein Lineal auf den Stoff. Dann kann ich auch nochmal sicher gehen, dass sich da nicht viel verschiebt und dann werde ich jetzt einfach einmal schneiden. Wie gesagt, die Nahtzugabe ist enthalten, die Saumzugabe auch. Wir haben 1 cm Nahtzugabe, 2 cm Saumzugabe. So, und dazu kann man ja wohl gar nichts sagen. Das hier ist wirklich ein vollwertiges Schnittteil. Wunderbar. Dadurch, dass es im Bruch ist, ist es natürlich auch alles perfekt gespiegelt, gegengleich zugeschnitten, die beiden Seiten. Und es sieht top aus. Auch nochmal für euch hier. Das ist unser Rückteil. Und ein Rückteil ist ja dem Vorderteil meistens sehr ähnlich. Das heißt, das Vorderteil werde ich euch jetzt nicht zeigen. Das mache ich ein bisschen mehr im Schnellformat. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Halsausschnitt, also diesem kleinen Halsrollkragen und natürlich mit den Ärmeln. Damit wäre dann auch das Vorderteil geschafft. Wir können jetzt einfach mal probehalber das Rückteil drauflegen und gucken, wie es alles zusammenpasst. Denn es gibt ja so ein paar neuralgische Stellen, da muss es einfach sitzen. Und das sehen wir zum Beispiel einmal hier oben an der Schulter. Ihr seht, diese Stücke sind praktisch gleich lang. Also das, was da an 1-2 mm Unterschied ist, das ist meine Nahtzugabe, die ich dann beim Schneiden quasi drin habe. Die tut überhaupt gar nicht weh. Und dann haben wir hier noch den Bereich Achselnaht bis runter auf beiden Seiten. Können wir auch mal schauen. Denn auch diese Strecken müssen gut passen. Und wenn wir hier auch einmal anlegen, dann seht ihr auch mit der Rundung und der Länge sitzt das Ganze ziemlich perfekt. So, das ist ziemlich sauber, das heißt, unser Vorder- und Rückteil sind schon mal perfekt gelungen. Die können zur Seite, wie gesagt, das zweite gab es im Schnellformat und jetzt mache ich mich mal hier an meinen Stoff wieder ran und mache weiter mit Ärmeln und dem Halsausschnitt. Und ich denke hier unten, das bietet sich doch direkt perfekt für den Halsausschnitt an. So, das passt hervorragend. Jetzt muss ich einfach nur noch mal schauen, dass ich den Kragen sauber positioniere neben meinem Anker, sodass ich gut anzeichnen kann, beziehungsweise, dass ich in diesem Fall, wo ich gerade Strecken habe, auch einfach den Anker mit einlege. Wenn ich jetzt hier den Anker direkt im Bruch an die Kante lege, ein bisschen runter können wir noch,
dann kann ich so ein geometrisches Teil wie dieses praktisch mit Punkten und meinem Lineal anzeichnen. Meine beiden Anfangspunkte, die setze ich mir einmal hier, einmal hier. Von denen aus gehen zwei gerade Strecken hier rüber. Das heißt, ich kann einfach die Enden dieser Strecken markieren. Das ist einmal hier oben und einmal hier unten. Und diese Verbindung zwischen diesen beiden Punkten hier ist nicht ganz gerade, sondern mit einem kleinen Knick. Und der sitzt genau hier unten. Da kann ich jetzt auch einen Punkt markieren. Dementsprechend habe ich dieses Stück jetzt rein mit Punkten markiert und kann es komplett mit dem Lineal anzeichnen. Und dafür verbinde ich jetzt mit meinem Lineal einfach die Punkte, die ich eben gesetzt habe. Dieses Schnittteil ist damit auch fertig angezeichnet und ich kann es direkt einmal ausschneiden. So schaut der Kragen aus und ihr seht auch hier wunderbar gerades Schnittteil, was man genauso gleich als Rollkragen annähen wird. Uns fehlen aber noch die Ärmel und die machen wir jetzt. Und wir spielen das gleiche Spiel nochmal. Ich habe mir meinen Stoff hier sauber ausgelegt. Wir haben wieder die linke Seite oben und jetzt kommen eben alle gleichen Werkzeuge von eben nochmal rein. Mein Anker, mein Stift und natürlich das richtige Schnittteil hier. Die Ärmel. So, der Anker hat es direkt erkannt. Ich sehe jetzt hier in meinem Schnittteil zwei Linien, um die Ärmel abzuschließen und ich möchte ja kurze Ärmel, das heißt, ich muss da einfach einmal aufpassen, dass ich die kurzen Ärmel wähle und dann lege ich mir mein Schnittteil wieder so weit wie möglich an den Rand ran, also hier an dieser Kante, dass ich keinen Stoff verbrauche. Wichtig, Fadenläufe und so weiter, Knipse, das ist alles mit im Schnittteil hier enthalten. Ihr seht das alles in diesen Linien und könnt das dann auch einfach mit anzeichnen. Und so habe ich hier mein ganzes Ärmelschnittteil einmal drin. Das liegt jetzt hier gut aus. Und da kann ich dann auch direkt beginnen, schon wieder zu markieren. Passt auf, dass ihr, wenn nötig, die Hände wechselt, dass ihr eben auf der linken Seite lieber mit links anzeichnet, rechts lieber mit rechts, dass der Anker nicht durcheinander gebracht wird. Ihr könnt übrigens, wenn notwendig, das Handy auch querlegen. Also bei mir, ich halte es jetzt die ganze Zeit hochkant, so wie man es auch normalerweise nutzt. Aber ihr könnt es natürlich auch einfach so nutzen. Gerade bei so einem Ärmel kann das auch super hilfreich sein. Es justiert sich alles wieder neu am Anker aus, sodass das alles wunderbar für euch zusammenpasst. So, das letzte Stück Linie, was ich hier vom Ärmelsaum habe, das kann ich auch einfach so schließen, denn das ist eine gerade Linie. Und da nehme ich mir auch einfach mein Lineal zur Hand. Das ist dann dieses kleine bisschen hier. Da muss ich mich dann gar nicht länger mit der App an die geraden Linien machen, denn die lassen sich wirklich super im Nachhinein anhand der Punkte und der Linien schließen. So, jetzt habe ich alle meine Punkte da und was ich beim Ärmelschnittteil jetzt auch mit hatte, waren Knipse. Und für die Knipse habe ich mir einfach neben meinen regulären Punkt, der in die Linie gehört, ein Stück weiter rein im Schnittteil einen weiteren gesetzt. Also hier oben zum Beispiel habe ich die ganz normale Liniepunkte und dann sitzt da drunter noch einer für den Knips für die Schulternaht. Dann habe ich hier noch einen kleinen Punkt gesetzt, der mir die Rückseite indiziert. Und dann habe ich hier vorne, wo zwei kleine Knipse sind, für die Vorderseite auch nochmal zwei kleine Punkte einfach innen gesetzt. Und die kann ich jetzt mit anzeichnen oder beim Schneiden gleich einfach mit einschneiden. Das dann natürlich lieber mit der Schere als mit dem Rollschneider. Deswegen werde ich die, wenn ich hier schon mal bin, einfach so mit einzeichnen. Die muss ich dann natürlich gleich noch auf mein zweites Schnittteil übertragen. Und dann haben wir auch den Ärmel fertig und können anfangen zu nähen. Endlich! Und mit dem ganzen Spaß machen wir uns jetzt gleich an die Nähmaschine. Die hole ich mir hierher und ein paar Stecknadeln. Und dann kann ich den ganzen Handy- und Ankerkram weglegen und wir nähen unser erstes IR-Schnittteil, Schnittmuster komplett fertig zusammen. Ich bleibe in der Vogelperspektive hier oben und hier bei euch. Wir beginnen jetzt mit dem Einfachsten.
Wir nähen jetzt erstmal die Schulternähte von unseren Vorder- und Rückteilen zusammen. Dafür lege ich mir das Ganze rechts auf rechts an den Schulternähten, die wir ja eben schon schön kontrolliert haben, ob sie gut zusammenpassen. Und dann kann ich die einmal mit Stecknadeln zusammenstecken. Ich habe mir jetzt extra die Overlock geholt. Ich kann aber nicht das ganze Stück, naja, ich kann schon, aber ich werde nicht das ganze Stück an der Overlock schließen, denn ich möchte die Säume noch ganz normal an der Haushaltsmaschine klassisch nähen. Es gibt eine Variante, wie ihr das auch an der Overlock machen könnt, und zwar könnt ihr mit Streifen arbeiten, die ihr dann wie Bündchen annäht. Das ist dann auch ein sehr schöner, sauberer Look. Oder ihr könntet das Ganze ein bisschen verspielter machen mit einem Rollsaum. Machen wir hier nicht. Ihr findet sicherlich super viele Videos dazu. Oder wenn ihr von mir noch eins möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich gucken, ob ich auch noch eins für euch mache. Es gibt auf jeden Fall auch Impressionen davon bei Nika Studio im E-Book für Top-Milern. Da könnt ihr reinschauen, wie das aussieht mit Rollsaum. Ist auch sehr schön und sehr verspielt. Ist mir für dieses Muster ein bisschen too much. Das heißt, wir bleiben hier bei dem, was wir haben. Und ich gehe jetzt mit meinen beiden gesteckten Schulternähten, die ihr hier sehen könnt, einmal durch die Overlock. Die beiden hätten wir. Das heißt, wir können an dieser Stelle mit dem Kragen weitermachen, aber um den Kragen einzunähen, müssen wir den natürlich auch erstmal vorbereiten. Den habe ich hier irgendwo. So, und da zeige ich euch auch, wie wir den vorbereiten. Der wird einfach einmal zum Kreis geschlossen. Und dann wird er wie ein Bündchen angenäht. Und zum Kreis schließen wir natürlich rechts auf rechts das Ganze. Und dann seht ihr hier diese Form, diese kleine Spitze, die hier reingeht, diese Ecke in den Stoff rein. Und die ist super wichtig, damit der Kragen sich so ein bisschen rund nach innen legt und nicht so komisch nach außen flabbert. Das heißt, die müsst ihr unbedingt auch mitnähen. Wenn ihr das an der Overlock so präzise nicht nähen könnt, was vollkommen verständlich ist, weil die Overlock ist manchmal ein kleines Monstrum, dann empfehle ich euch damit auf jeden Fall an die Haushaltsnähmaschine zu gehen. Ich werde mich hiermit jetzt einmal an die Overlock wagen und gucken, wie es aussieht. Und dann werde ich auch mal schauen, ob ich den Spaß noch glatt bügeln muss oder nicht. Denn der Vorteil, den ihr an dieser Stelle natürlich an der Haushaltsmaschine habt, ist, wenn ihr das Ganze an der Haushaltsmaschine näht, könnt ihr die Nahtzugaben auseinanderlegen und auseinanderbügeln. Und dann ist dieser Abschluss hier hinten, der im Nacken sitzt, eben nicht so bollerig. Wir probieren es jetzt einmal so. So sieht's aus. Die Form ist schon noch ein bisschen erkennbar. Wenn ich es jetzt hier einmal glatt hinlege, dann seht ihr es auch. Hier ist so ein kleiner Knick, der rein und wieder rausgeht. Das heißt, ich kann jetzt hier meine Garnenden einmal abschneiden und den Spaß so falten, wie er sitzen soll. Nämlich links auf links. Und das sieht auf jeden Fall so aus, wie es aussehen soll, damit wir es gleich einnähen können. Das Ganze, also so ein Kreis generell, der ein bisschen elastisch ist, wird in der Vierteltechnik eingenäht. So seid ihr sicher, dass ihr die Strecken immer ganz sauber verteilt und nicht irgendwo ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig Strecke ist. Dementsprechend werde ich mir jetzt diesen Umfang und den Umfang des Halsausschnitts einmal in Viertel einteilen. Die jeweils markierten Viertel von den Strecken bringt ihr jetzt aufeinander, das Ganze rechts auf rechts. Worauf ihr achten müsst, ist, dass euer Halsausschnitt, also euer Halskragen, euer Rollkragen, eine Rückseite hat. Und die Rückseite muss natürlich am Shirt auch auf der Rückseite sitzen. Das heißt, ich gucke mir das Shirt jetzt hier nochmal an. Und wenn ich euch das einmal so zeige, dann seht ihr auch, dass der Ausschnitt vorne minimal tiefer ist als hinten. Das heißt, was ihr jetzt gerade seht, ist die Vorderseite und was ich zu mir sehe, ist die Rückseite. Und da stecke ich jetzt einmal den rückwärtigen, also die Rückseite von meinem Halsbündchen, Kragen, die Rückseite von meinem Rollkragen stecke ich da jetzt einmal ran. Rechts auf rechts, Kante an Kante, einfach einmal zusammenstecken. Hier seht ihr die zusammengesteckte Strecke und anders als bei einem Bündchen mit dem elastischen Bündchenstoff muss jetzt hier nichts irgendwie gerafft oder gestreckt werden. Das heißt, die Vierteltechnik ist hier mehr dafür gedacht, das Ganze gut aneinander anzupassen und sauber zusammenzustecken und eher so versehentliche Fehlerchen wettzumachen. Ihr müsst jetzt nicht wie beim Bündchen die Strecken auseinanderziehen, um sauber zu nähen. Das lieber wirklich nicht machen, weil sonst habt ihr am Ende so kleine Wellen an eurem Rollkragen. Damit einmal an die Overlock. So schaut's aus und ich finde, es schaut fabelhaft aus.
Der Rollkragen sitzt so, wie er soll. Ihr könnt euch das nochmal hier von nahem auch angucken. Und wir können uns gleich weitermachen an die Ärmel. Unsere Ärmel haben eine Vorder- und eine Rückseite und die können wir hier jetzt eben auch so annähen, wie sie sitzen soll. Das heißt, ich klappe mir den ganzen Spaß einmal auf und dann kann ich ja jetzt anhand der Knipse, die ich mit übertragen habe, auf den Ärmeln erkennen, welcher Ärmel wohin kommt. So, und hier habe ich jetzt direkt den falschen gegriffen, das ist der für da drüben. Hier wird dieser eingenäht. Das war quasi die Unterseite, auf die ich meine Knipse nicht mit übertragen habe, aber die sind ja auf dem anderen. Dementsprechend muss das hier der rechte Ärmel sein und den kann ich jetzt einfach einmal hier annähen. Vorher natürlich feststecken. Den zweiten Ärmel habe ich direkt hinterher geschoben, sodass der Spaß jetzt so aussieht und wir eben die Seitennähte schließen können. Und dafür drehen wir uns das Ganze auf links und wie immer beginne ich in der Achselnaht mit dem Feststecken, damit das alles schön sauber sitzt. Und hier lege ich mir jetzt eben die ganze Naht vom Ärmelsaum oben über die Achselnaht bis nach unten zum unteren Saum rechts auf rechts, Kante an Kante und dann wird das Ganze auch erst gesteckt und dann genäht. Das war die letzte Overlock-Naht, das heißt, unser Stück ist so gut wie fertig. Die ganzen Garnenden, die da rumfliegen, die verzeiht ihr mir, die schneide ich gleich ab. Ich zeige es euch einmal schon mal ungesäumt und dann werde ich euch auch hier das Säumen ersparen, denn das ist ja auch immer relativ langwierig, vor allem bei solchen Stoffen, weil man da sehr, sehr langsam nähen muss. Zwillingsnadel oder Zickzacknaht, was euch gefällt, könnt ihr alles machen. Hauptsache, ihr macht sehr langsam, dann habt ihr auch keine Fehlstiche drin. Und so sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ich finde es ganz zauberhaft. Es ist sehr kurz geraten, wenn ihr euch wundert. Aber es ist eben auch die kurze Variante, die ich gewählt habe aus dem E-Book. Also ich habe die kurze Variante da genommen und die trägt man dann wahrscheinlich so knapp unterm Bauchnabel oder so. Ich werde es auch gleich nochmal anziehen oder jemand anderem anziehen, dann könnt ihr gucken, wie es sitzt. Erstmal gehe ich säumen, aber das erspare ich euch und dann schauen wir uns gleich das fertige Stück an. Das ist Shirt Milan. Und ich bin fertig. Ich habe mich direkt einmal in Schale geworfen für euch und kann es euch einmal zeigen. Meine letzten beiden Schritte, die ich gerade eben noch gemacht habe, waren Säumen. Zum einen hier die Ärmelsäume und dann natürlich hier den unteren Saum. Ich habe einen Dreifach-Zickzack benutzt, weil der Viskosestoff der Jersey ist sehr elastisch. Das heißt, ihr braucht echt eine Naht, die sehr gut nachlässt. Das ganze Ding sitzt ja auch relativ eng. Dementsprechend, damit wenn man sich das überzieht, das Ganze nicht reißt, macht es Sinn, da sehr elastisch zu arbeiten. Coverlock wird sehr helfen, Zwillingsnadel wird sehr helfen, aber mindestens ein Zickzack. Mir sind zwei Sachen besonders aufgefallen bei diesem tollen Projekt. Zum einen der Stoff. Ich habe das gerade seit einer halben Stunde an und ich liebe es. Es fühlt sich so butterweich an. Viskose wird gerne auch Kunstseide genannt und ich verstehe es anhand dieses Stoffes total, weil es trägt sich wunderbar. Man schwitzt nicht übermäßig, es passt sich toll an. Also ich kann Viskosen und auch alles, was so an Weiterforschung von Viskosen rauskommt, also Modal, Tencel, diese ganzen Stoffe, euch absolut empfehlen. Fuchst euch da rein, näht damit, probiert sie aus, wenn ihr es noch nicht habt. Webwaren wie Jerseys, muah, großer Traum. Und zweitens ist mir aufgefallen, ich habe lange keinen Rollkragen mehr angehabt. Jetzt gerade für dieses Wetter, ihr seht bei mir so ein bisschen, die Sonne kommt rein und raus, wie sie möchte. Ist aber schweinekalt draußen. Dementsprechend bei diesem Wetter macht sich ein Rollkragen sehr gut. Ihr habt ja auch eine Variante mit langen Ärmeln im E-Book für Top Milan. Dementsprechend, wenn es euch wirklich zu kalt ist, könnt ihr da auch noch lange Ärmel tragen. Was der Rollkragen aber in jedem Falle macht, ist etwas mit der Oberweite. Ich habe das komplett vergessen, aber ich habe mich kurz überrascht gefühlt, als ich vorm Spiegel stand. Ich lasse das mal so stehen. Toller Schnitt mit dem Rollkragen, auch wirklich was Besonderes für mich, weil ich sowas sonst nicht so oft trage. Für viele von euch wird er auch zur Verfügung stehen, denn Nika Studio hat eine Größenrange von 32 bis 50. Ich hoffe, dass da für viele das Richtige dabei ist. Wenn nicht, wir haben bei MakeRist auch einen Kurs zum Schnitte anpassen. Vielleicht ist das dann was für euch, dass ihr auch andere Schnitte, die für euch zu klein sind, in den Größen noch ein bisschen anpassen könnt. Ich versuche sehr darauf zu achten, das Ganze hier im Nähcafé so weit gefächert wie möglich zu halten, aber es funktioniert nicht immer, weil einfach das Ganze nicht immer da ist. Aber wir arbeiten dran, wirklich, wir arbeiten wirklich daran. So, ich bin also sehr happy. Ich sitze hier übrigens die ganze Zeit mit meinem Tongerät, das wollte ich euch auch gerne nochmal sagen, denn
dieses Video war für mich ein bisschen anders. Ich habe so viel neues Zeug und musste hier mit Kamera hier, Kamera da und Ton und so arbeiten, dass ich manchmal dachte so, es ist ja, ihr seht jetzt mehr, als ich eigentlich möchte. Also manchmal sitzt dann so das Tongerät bei mir so in der Hosentasche und guckt so raus. Ich hoffe, euch hat es nicht irritiert. Es war in diesem Fall, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, weil, wie ich schon im Video sagte, man muss sehr dynamisch arbeiten. Also ich musste mal hier stehen und schneiden und machen. Und damit das Ganze halbwegs flutschig und schnell ging für euch, ist es vielleicht hier und da ein bisschen anders geworden als sonst. Nicht ganz so clean. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn es euch stört, lasst es mich gern wissen. Wenn es euch egal ist, freue ich mich auch, das zu wissen. Weil manchmal kann man manche Sachen so ein bisschen entspannter produzieren. So wie dieses Video. Dementsprechend, ja, ein Hoch auf mein Tonbandgerät, was jetzt auch wieder im Bild ist, weil diese Hosentasche so genäht ist, dass es da ständig rausfällt. Ja, die Technik. Hat aber alles funktioniert. Ich bin sehr gespannt, wie bei euch die Technik funktioniert hat. Und zwar ganz konkret Makerist AR. Für mich war das jetzt nicht mein allererstes Stück, für viele von euch vielleicht schon. Und falls ihr nicht sofort gehuckt seid, möchte ich euch ans Herz legen, probiert es unbedingt nochmal. Man muss es ein bisschen üben und es wird besser und besser. Und falls ihr sofort gehuckt seid, dann geht es euch wahrscheinlich so wie mir. Denn ich war, als ich nur davon gehört habe, echt skeptisch. Dann habe ich es probiert und habe gedacht, Wahnsinn, wie toll und wie präzise das funktioniert. Ich habe hier ein relativ altes iPhone genutzt. Mit den neuen wird es noch viel besser funktionieren. Und selbst mit meinem alten iPhone und der App habe ich Vorder- und Rückteil beispielsweise, wie ich euch gezeigt habe, an den neuralgischen Strecken perfekt zuschneiden können. Also hier die Schulter und die Seite, die ich euch gezeigt habe, da habe ich nichts nachgeschnitten. Ich habe das noch nicht mal probiert vorher. Ich habe so, wie ich geschnitten habe, die Kamera laufen lassen und euch gezeigt, dass der Bums perfekt aufeinander passt. Und das ist für mich wirklich nochmal Beweis genug, dass Makerist AR fantastisch funktioniert. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, man braucht einen guten Trickmarker, aber dann kann man jede Menge Papier und jede Menge Zeit sparen. Und ob ihr es nur nach dem Testen mögt oder nicht, ich freue mich über euer Feedback dazu. Beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch die KollegInnen, die das Ding programmiert haben. Denn das ist natürlich ein Prozess. So eine App muss immer wieder angepasst, aktualisiert und erweitert werden. Und wir versuchen natürlich auch so viele Telefontypen, also Handytypen wie möglich reinzubekommen. Ist gar nicht so einfach, weil diese Handys alle sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Und da stecken so viele Feinheiten und kleine Teufel im Detail, dass da wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin steckt. Wenn ihr es also probiert und sehr gerne mögt und wenn es super funktioniert, dann lasst uns das absolut gern wissen. Wenn es nicht so gut funktioniert, dann verratet uns das doch gerne konstruktiv in einem Kommentar unter diesem Video oder im App Store oder über den Kundenservice oder wo auch immer ihr uns kontaktieren könnt. Und verratet uns gern, welches Handy ihr nutzt, welche Generation, wie alles funktioniert, was nicht funktioniert hat, was ihr euch wünschen würdet. Denn das sind alles so Punkte, die wir dann aufnehmen können und wo wir dann weiterarbeiten können und sagen können, hier oder da ist noch Bedarf oder hier funktioniert es wirklich schon sehr, sehr gut. Zu guter Letzt will ich natürlich gerne auch noch wissen, wie das Projekt euch gefallen hat. Falls euch dieses ganze AR-Handy-Technik-Gearbeite nicht so gut gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr es vielleicht trotzdem mal ausprobiert, auch wenn ihr jetzt noch nicht dabei wart. Ihr konntet ja trotzdem mitnehmen mit dem PDF-Schnitt, aber es lohnt sich einfach, dem Ganzen eine Chance zu geben, das zu testen. Und wenn ihr sagt, ihr bleibt lieber bei Papier, dann verratet mir doch auch dazu gerne, warum. Gerne einfach unten in den Kommentaren sagt, warum Papier für euch praktischer ist oder besser ist oder ob euch das gar nicht stört mit dem Drucken, Schneiden, Kleben und so weiter. Und dann kann ich daraus vielleicht auch ein bisschen Info ziehen, die ich dann mit ans App-Team gebe und sage, hier, meine Papierfreunde hätten gerne noch das, 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 das. Denn die App wird ja, wie gesagt, noch entwickelt. Das Top könnt ihr alle bewerten. Ihr könnt alle natürlich bei uns im Makerist-Anleitungsshop ein paar Sterne vergeben, wenn es euch gefallen hat. Und könnt mir natürlich auch hier einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat und mir verraten, wie es euch gefallen hat. Denn ich finde es, wie gesagt, fantastisch. Ich finde die meisten Schnitte, eigentlich alle Schnitte von Nika richtig schön. Es ist ein sehr schöner, junger, frischer Stil. Eine tolle Größenrange, wie ich eben schon sagte. Und ich freue mich natürlich, dass sie auch dabei war und diesen Schnitt uns hier als ersten AR-Test im Nähcafé zur Verfügung gestellt hat. Also ganz lieben Dank dafür an Nika und ganz lieben Dank auch für den Rabatt, den sie euch gibt. Und den Rabatt und alles weitere, was ihr braucht, habt ihr natürlich unter diesem Video auch nochmal von mir verlinkt bekommen. Das heißt, Stoffe, der vielleicht was Ähnliches zu dem, wenn ich es finde. Ihr bekommt dieses Schnittmuster, weitere Nika-Schnittmuster, ihr bekommt weitere AR-Schnittmuster, ihr bekommt das Video von gestern, ihr bekommt die Themenseite zum Thema AR. Es wird ein ganz buntes Allerlei und ihr könnt euch da einmal durchklicken und auf makerist.de entdecken, was es zu entdecken gibt. So, dieses Video ist jetzt wirklich lang genug. Mein Tonbandgerät und ich
gehen jetzt zu Ende arbeiten und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Tschüssi!